An der Sekundarschule Mansfeld lernen derzeit ca. 265 Schülerinnen und Schüler. Einige von ihnen sind in der Kunst-AG aktiv, die sich in regelmäßigen Abständen nach dem Unterricht trifft, wie an diesem Tag im November 2023. Die Kunst-AG, die gibt es jetzt seit letzten Schuljahr in der Mitte, haben wir die gegründet. Und seitdem machen wir schon einige Projekte, unter anderem, dass wir hier in der Schule einige Wände neu gestaltet haben, einfach um die tristen Wände ein wenig zu verschönern und dass die Schüler sich auch einbringen können, denn die sind unglaublich stolz auf das, was sie machen. Und ja, dann hat sich die Frau Holländer an uns gewendet, dass in Sibigerode ein Baucontainer bemalt werden soll und dort wurde unsere Hilfe eingefordert. Und ja, jetzt sind wir sozusagen dabei, ein kleines Dankeschönfest zu machen, denn Sibigerode wurde abgeschlossen und ja, da wollen wir heute noch ein bisschen kreativ werden. Graffiti wird gemacht, Airbrush-T-Shirts werden besprüht. Ja, um Danke zu sagen, dass die Schüler sich so viel Mühe geben. Apropos Schüler, was sind denn das für Kinder, die da mitmachen? Das ist Tatsache 5. bis 10. Klasse. Alle dabei, die unterstützen sich gegenseitig. Das ist auch das Wichtige für mich, dass sie sozusagen voneinander lernen können, die Kleinen von den Großen. Und es läuft auch ganz gut. Es ist eine schöne Gemeinschaft geworden, schöne Teamarbeit. Gibt es auch ein paar Talente? Ja, definitiv. Wenn man nur mal hier schaut, diese Wand, das ist ja schon Talent genug. Also mehr brauche ich ja nicht zeigen. Und die Großen, die haben schon ordentlich Ahnung und können da echt kreativ arbeiten. So waren an diesem Nachmittag zwei Berufskünstler eingeladen, um mit den Kindern gemeinsam ein wenig zu feiern, Kuchen zu essen, aber natürlich auch kreativ zu arbeiten. So kam zum einen Airbrush-Künstlerin Kerstin Ziegner aus Großörner, die sich darauf vorbereitet hatte, gemeinsam mit den Mädchen und Jungen mitgebrachte T-Shirts zu besprühen. Dabei erklärte sie ihre Vorgehensweise und worauf es ankommt, damit am Ende ein hochwertiges Motiv entsteht. Mittels einer von Frau Ziegner hergestellten Schablone durfte Jody aus der 6a den Schriftzug Kunst AG als erste auf ihr T-Shirt sprühen. Da schaute auch Schulleiter Ralf Popp, der die Arbeit der Kunst AG unterstützt, begeistert zu. Ich fördere das und unterstütze das, dass die Schule ein bisschen gestaltet wird und ein bisschen wohnlicher wird und sich alle Schüler wohlfühlen. Das ist der Hintergrund. Wurde gerade schon gefragt, merken die anderen Schüler das? Das merken die unbedingt. Ich denke, die nehmen das wahr und wir hatten noch nie Beschädigungen und so von irgendwelchen Kunstwerken im Gebäude, sondern das schätzen die auch. Der zweite Künstler zu Gast bei der Kunst AG an diesem Dankeschön-Nachmittag war Chris Fiedler aus Kloster Mansfeld. Der kreative Mann begann einst auch als Airbrusher, hatte dann aber die Graffiti-Kunst für sich entdeckt, um die es auch an diesem Nachmittag in Mansfeld ging. Wir wollen heute ein bisschen sprühen und ein bisschen das erklären, wie Graffiti funktioniert, was so die grundlegenden Basispunkte sind, die man beachten soll. Und auf der Grundlage können Sie sich heute mal ein bisschen ein paar Dosen aufdrucken. Ja, eines. Also wie gesagt, wo der Wind hingeht, damit man nicht selber besprüht wird oder was anderes besprüht. Und je nachdem, wo man die Dose hinsetzt, wie man die Art ausmalt und was man da alles zu beachten hat, würde ich dann noch ein bisschen länger erklären. Es dauert ein bisschen.